Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei... bei Kingdom Come Deliverance. So. Geht's denen allen wieder gut? Sind alle wieder frohen Mutes? Wie geht's? Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Mach's gut. Okay, das hat also noch nicht genug gereicht. Gut. Sehen wir nach unserem Freund hier. So, du kleiner Pisser. Willkommen zurück unter den Lebenden. Wer bist du? Heinrich. Heinrich, Herr Ratzigs Mann. Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig-Kobilla. Oh, verstehe. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Retten wir dich das nicht? Das ist weise. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Will den Rattaier Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Gefälschte Groschen? Was weiß er davon? Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislawitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislawitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Okay. Weiß Meinhard, wo das Geld ist? Wer weiß noch vom Geld? Was hast du noch ins Lager gebracht? Fangen wir von oben nach unten. Und weiß Meinhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Okay, gut. Und wer weiß noch vom Geld? Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Meinhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Hast du, oder was hast du ins Lager gebracht? Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Meinhard gab sie mir und diesmal sollte ich Meinhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Gut, worum ging es in dem Brief? Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Meinhard. Das war alles. Okay, der Anführer, wer ist das? Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Er ist also ein Fremder. Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden.
Aber er redete daher wie einer. Okay, wo finde ich den Anführer? Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislavitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen, kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Dieser Anführer hat das Kommando? Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle. Das sagst du. Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislavitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Okay, gut. Ja, woher wusstest du von Pribislavitz? Woher wusstest du von Pribislavitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislavitz. Wozu der Angriff auf Meerhojet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislavitz war erst der Anfang. Okay, ich glaube, das genügt. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Die Entscheidung, oh liebte Herr Ratte, du hast mir geholfen. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Du verdienst keine Gnade. Ein schneller Tod, komm. Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen. Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen. Gut. Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Tritt sofort beiseite, du junger Bursche. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Du hast hier gar nichts zu sagen. Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe noch bekommen. Kommt verdammt nochmal nicht im Weg, Melcher. Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Okay. Reden wir darüber. Reden wir darüber. Pah! Der Dreckskerl hat meinen Sohn ermordet. Ich will ihn tot sehen. Du willst doch kein Mörder sein. Meine Familie ist auch tot. Geht zur Seite und ihr wehrt nicht zu. Nur zu, töte ihn. Zuerst einmal hier. Hör mir zu, Stroh. Das hilft niemandem. Du bist ein anständiger Mensch, kein Mörder. Denk an deine Gattin. Und wo bleibt die Gerechtigkeit? Mein Junge, in seiner Blüte ermordet. Nicht mal heiraten konnte er. Und dieser Halsabschneider soll weiterleben? Er bekommt seine gerechte Strafe. Du glaubst doch nicht, Herr Ratzig ließe ihn laufen? Was kümmert mich, Herr Ratzig? Nicht mal meinen eigenen Sohn darf ich rächen? Dann nimm ihn. Nimm ihn mit und lass mich mit nichts als Trauer zurück. Ich schwöre, dass er für seine Taten leiden wird. Schweig still und geh, bevor ich meine Meinung ändere. Kann ich etwas für dich machen? Töte den Bastard! Töte ihn! Ich mache ihn kalt! Ja! Wir sollten den Hurensohn rausschleifen und ausweiden. Dann wärt ihr nur Mörder und würdet auch dafür. Also, erstens einmal, was sagt das hier? Die Seuche, warte, bis die Lage sich geklärt hat. Letzter Wille, Fragen, Ja, gehen wir nach Rattay.
So, die Energie geht noch. Sattheit ist halbwegs gut. Mal sehen, ob wir angegriffen werden. Vielleicht von seinen Kumpanen, die ihn vielleicht befreien wollen. Aber ich glaube nicht, sonst hätten sie das Wasser nicht vergiftet, denn er würde auch davon trinken. Und dabei sterben. Wenn wir nicht gekommen wären, also. Ist so eine Sache. So, dann gehen wir nach Sasau. Den. Aus der Sport von Tallenberg berichten. Stimmt, der ist ja gar nicht hier. Spiel gespeichert. Okay. Gut. Frisches Brot. Kommt und schlagt zu. Mit Brot allein kann man nicht leben. Ja. Also im Moment. Stefan. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Gott sei Dank. Okay, niemand will nach Previslavitz. Gut, dann steigen wir wieder auf und reiten von dann zwar hierhin nach Sasau und los. Dann hätten wir das auch erledigt. In der Zeit vergeht Zeit, wie man so schön sagt. Und vielleicht weiß man dann, ob die Heilung gewirkt hat. Spielen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ein bisschen kämpfen schadet nicht, sonst werden wir ja noch fett. Dich ab! So, der erste. Das weiche Knie bekommen, was? Na, Moment. Au! Gar nicht da! Komm. Genug. Ich gebe auf. Hörst du? Du gibst auf. So. Ich bin hier drüben. Ja, ich weiß. Das wird interessant. So, mein Schwert verbessert. Ich kann alles wegpacken und Gnadenstoß. Wow, nett. Plündern, was hat er? Die Kosten könnten praktisch sein. Das hier, der Rest. Ja. Nicht der Rede wert. So ein bekannter Trank, wer braucht das schon? So. Und Nummer A3. Der erste im Bund. Der Trank, Katerbier. Und ein paar Groschen. Die Handschuhe sind was wert. Gut.
das war's. Jetzt ist die Frage. Wir waren auf dem Weg hier. Ja. Ich geh jetzt nicht zurück, oder? Hallo, nein, da vorne ist Sasa. Ja, sehr gut. Der Kloster. Gut, das wird schon. Also schauen wir hier mal, wie es aussieht. Also. Ist das ein abgebranntes Haus? Ja. Gut, die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Ja, ich bin gerade dabei. Siehst du doch, ich lerne gerade zu reiten. So, aufsteigen und... wie kommt man da rein? Ah, hier. Ah, das... Von Sünden freikaufen? Welche Sünden? Von mir aus. Vincent aus Merhoja checkt mich. Pater, Vincent aus Merhoja checkt mich. Worum geht es, mein Sohn? Ich habe seinen letzten Willen. Ich suche seinen Sohn Elias. Lebe wohl. So, speichern wir einfach mal hier und dann sehen wir weiter. Oh, Trinkfestigkeit. Gut, dann... Okay. 14. Säufer, Schnapstrinker. Schnaps ist schwächer dafür, sodass du mehr davon trinken kannst. Säufer. Sobald du jedoch wieder nüchtern bist, hält den Kater doppelt so lange. Echter Flave, aha. Bedenke jedoch, dass schnell betrunken zu werden sowohl positive als auch negative Auswirkungen hat. Trinkgewohnheit, Schnapstrinker, Weintrinker. Brust, das sind... Da ich nie die Schnaps trinke, nehmen wir das. Scheiß drauf. Schwert, wir sind bei 19. Verteidigung bei, auch bei 19. Bald haben wir hier auch 20. Hier haben wir beim Reiten, Reparieren 20, beim Lesen... Dauert es noch ein bisschen. So. Beim Jagen fast 20. Ja, das wird schon gut. So, wir haben gespeichert. Pater, worum geht? Ich suche seinen Sohn Elias. Kann man beides machen? Ich bin auf der Suche nach seinem Sohn, Elias. Angeblich lebt er in Sasau. Ah, Elias. Ja, er treibt hier sein Unwesen. Am ehesten findest du ihn im Wirtshaus beim Anger. Dort verbringt er den Großteil des Tages. Danke für deine Hilfe. Und ich habe hier Vincents letzten Willen. Gott sei uns gnädig. Was ist denn passiert? Vincents ist schwer krank. Eine schlimme Seuche sucht Merhoyet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vincents ist am Leben? Ja. Noch. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch länger unter uns weilen lässt. Danke, dass du mir sein Testament gebracht hast. Im Falle seines Todes kümmere ich mich darum. Hier hast du ein paar Münzen für den Aufwand. Hab Dank, Pater. Alles Gute! Mehr als ich hier gespendet habe, also von dem her. Scheiß drauf. Gut, und kann man hier... Nein, geht nicht. So. Und darüber.
Beim Hahn. Warte. Aktivitätengeber, keine neuen Quests. Auch hier nicht. Schade. So, dann schauen wir mal hier rüber. Elias. Der Name sagt mir was. Gott sei mit dir, Heinrich. Gott schütze dich. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Soweit ich weiß nicht. Okay, ganz ruhig, Gott okay. Sei mit dir. Also, Bürger. Bist du Elias? Spieler. Hier deine Bestellung. Scharlatan. Okay. Also bis jetzt haben wir noch keinen Tro gefunden. Ich will mich... doch, hier waschen. Kurz schnell waschen. Und dann sehen wir weiter. Ach, Gott sei Dank. Okay. Moment, er ist vielleicht gar nicht hier, sondern beim anderen. Ja. Au. Aber es sei interessant, dass sie das mitgedacht haben. Normalerweise ist es ja so, dass bei so etwas, bei normalen Spielen oder bei älteren, weiß nicht, wie es jetzt bei neueren sein würde. Aber entweder kommst du nicht durch oder es macht dir gar nichts, dass du mit dem Kopf anstößt. So, zuerst einmal, bist du Elias? Nein, Bürger. Bauerngehilfe, Bürger. Bürger? Vielleicht ist er drin. Ich sollte nicht nur draußen schauen. So. Bürger. Hier für mich. Ich hätte mir gerne ein Bild von ihm gemacht. Ich hätte gern was zu beißen. Vielleicht weiß er etwas. Da ist es schon. Ehrenwerte. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Soweit ich weiß nicht. Gott sei Dank. Okay. Auf bald. Hier. Es ehrt mich, dass er... Nee. Gut, dann soll er... Gibt's hier was zu essen? Andererseits... Heute ist mein Glückstag. Ich... Gut, spielen wir um das Getzegold. Ich hab 33.000. Es sollte vielleicht mal wieder... Glücksstrinnwürfel. Gut, Glückswürfel. Eine Mahlzeit zu meinem Bier, bitte. Würfel. Sind... Doch, da sind 6 Würfel. Bestätigen. Also, los geht's. Spielt man immer mit 6 Würfeln? Was soll's? Fortfahren. Gut. Ich würde sagen, und passen. Wieso habe ich nicht aufgehört, als ich vorn lag? Du lagst nie vorn. Ich war der Erste, der gespielt hat. Du hast sofort verloren. Okay. So, aufsteigen und ab nach Meroyet. Bis da sollte vielleicht... Oh ja. So, reiten wir hin.
ganz geschwind. Oh, meine Energie wird langsam auch... auch nicht höher. Gut, wenn wir im Merodiet angekommen sind, essen wir irgendwo was, dann suchen wir den Pater auf Nikodemus, oder? Wenn der Lade... Ach, Gott sei Dank. In letzter Zeit habe ich die ganze Zeit panische Angst, dass irgendetwas Schlimmes passieren könnte. Also, dass der Ladebildschirm nicht vollendet wird. Lass mich in Ruhe. Okay, ich esse nur kurz hier etwas raus. So, yum, 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 yum. Gut, danke fürs Essen. Wir sehen uns vielleicht wieder. So. Wie sieht's ich aus? Ich hoffe, ich kann dir... Möge Gott über dich wachen. Okay, kann ich hier drauf... schlafen? Ja, diese Qualen. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte einfach irgendwo schlafen. Vielleicht hier... hier drüben im Gestüt. Es braucht auch kein überbequemes Bett oder so. Kurzer Moment bitte. Ach, dieser Reizhusten. Also, kann ich hier schlafen? Das Problem ist, schlafen und nicht speichern. Das ist hier sehr, sehr schade. Ja, hier. Moment bitte. Dieser Reizhusten. Ich muss nachher was trinken. Ganz schön heftig. Oh. Ah, ihr geht's wieder besser. Ist es das? Es geht allen wieder besser, deshalb sind wir aufgewacht. Nikodemus, wie geht's den Leuten? Hallo Heinrich. Ist das jo? Warum sind wir dann aufgewacht? Seltsam. So. Das sollte jetzt reichen, oder? Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Das blanke Grauen. Wir wurden von Banditen angegriffen und dann brach auch noch die Pest aus. Jesus Christus. Der Allmächtige straft uns für unsere Missetaten. Okay. Und die Seuche? Erzähl mir etwas darüber. Will das Schicksal nicht herausfordern, indem ich darüber red. Ich zitter, wenn ich nur dran denk. Gibt eh nicht viel zu sagen. Hat uns erwischt, nachdem das Gesindel weg war. Erst sind die Gäule und das Vieh krepiert, und jetzt sind die Leute dran. So wie Melichas Frau. Das arme Ding. Okay. Gut, das wäre alles. Aber ich glaube, das ist seine Frau.
Oder da, Hannah, nee, das ist seine Frau. Gut, dann warten wir halt ein bisschen mehr. Aber sieht so aus, als wäre die Säure gut überstanden. So. Was ist hier das Blank? Jesus Christ, der Allmächtige. Diese Banditen, wer waren sie? Diebisches Gesindel. Was weiß ich, vielleicht diese verdammten Kumanen. Aber sie sprachen Tschechisch. Frag den Gefangenen bei Melicha. Okay. Danke, das ist da. Obwohl, was sagt... Das Blanke. Ja. Was sagt sie hier? Ist es euch gelungen, sie abzuwehren? Wir hatten Glück. Der junge Stroh hat die Brut schon vor dem Dorf erspäht und den alten Melicha gewarnt. Ohne ihn wäre jetzt keiner mehr hier. Offenbar habt ihr ihnen keine Chance gelassen. Ich sehe keine verbrannten Häuser. Dafür hatten sie keine Zeit. Aber sie haben uns mit frischen Gräbern zurückgelassen. Den jungen Stroh und ein paar andere haben sie übel zugerichtet. Und wir haben Verwundete. Die Krönung ist jetzt die Pest. Jesus, hilf! Ich war schon da. Danke, das... Mach's gut. Das ist seine Frau. So. Jetzt ist er in diesem Haus, mein Gott. Ah, da kommt er ja. Glück und Gesundheit. Dir auch. Also. Wie geht es euch? Wie sieht es aus, Melicha? Schön, dich zu sehen, Heinrich. Ich möchte dir abermals danken. Alle sind geheilt. Das ist ein Wunder. Oh, das freut mich. Ihr habt schon genug gelitten. Wir alle haben das. Wohl wahr. Weißt du, die Leute hier sind dir wirklich dankbar. Am liebsten würden sie dich und Nikodemus heilig sprechen. Sie haben mir Geschenke für dich gebracht. Zuerst war ich davon nicht angetan. Schließlich ist uns kaum etwas geblieben, als das Vieh verendet ist. Aber... Ich brauche die Sachen... Ihr braucht die Sachen eher als ich. Ja. Nein, das kann ich nicht annehmen. Gib das zurück und richte ihnen meinen Dank aus. Du bist zu gütig. Es freut mich, dass du das verstehst. Die Zeiten sind hart. Genau. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass alles gut ausging. Ich auch. Ich auch. Mach's gut. Und es ist alles gut gegangen. Und mein Reizhusten meldet sich wieder. Moment. Ich würde aber auch sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, wir müssen... darüber gehen. Vielleicht finden wir hier ein paar Rehe. Aber das alles machen wir in der nächsten Folge. Also, ciao!